und damit herzlich willkommen zu den heutigen Handelsideen hier von und mit Tikmir, Ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Mein Name ist Mike Seidel und ich werde heute mit Ihnen über die Charts von britischen Pfund, japanischen Yen, Euro, mexikanische Peso und den australischen Aktienindex sprechen. An dieser Stelle auch allen einen guten Morgen, die hier direkt live zuschauen. Ludger, schönen guten Morgen. Und von meiner Seite her auch die Einladung, wenn eine Frage ist oder Sie einen Wunschmarkt analysiert haben möchten, dann scheuen Sie sich nicht einfach hier auf Facebook einfach in den Chat oder auch auf GoToWebinar in den Chat einfach die Frage stellen beziehungsweise mal das Währungspaar eingeben und ich blicke dann direkt hinein in die Charts auch an dieser Stelle. Das also für, ja, meine Einladung für Sie. Elena, auch dir einen schönen guten Morgen an dieser Stelle. Bevor wir in die Charts und die Handelsideen reingehen, natürlich... Ah, ich sehe gerade, Elena, das Mikro ist aus auf GoToWebinar. So, jetzt aber nochmal... Eine Seite zurück. Wir hatten gerade die Teilnehmer im GoToWebinar noch nicht mit Ton dabei. Der Ton hatte gefehlt. Also an dieser Stelle auch nochmal mein herzliches Willkommen an alle Zuschauer hier über GoToWebinar und auch dort nochmal meine Einladung, wenn eine Frage oder ein Wunschchart auftritt, einfach hier im Chat auf GoToWebinar den Chart oder die Frage eingeben und dann kümmere ich mich auch direkt hier im Webinar darum. Bevor wir mit den Charts beginnen, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. All das, was Sie hier hören, sind ausschließlich meine Meinungen, ist meine Meinung und alles dient natürlich hier zur Weiterbildung, sind keine Kauf- und Verkaufempfehlungen an dieser Stelle. Das dazu. Ja, ich hatte es schon gesagt, heute geht es um britisches Pfund, japanisches Yen, euro-mexikanischer Peso und den australischen Aktienindex. Den hatten wir ja auch vor ein paar Tagen schon mal da. Aber bevor wir rein in diese Charts gehen, schauen wir mal auf die Tagesnachrichten. So prall gefüllt ist der Tag jetzt mit Nachrichten nicht. Ich sage es heute auch nochmal, das wichtigste Event für diese Woche sind, denke ich mal, die Zwischenwahlen in den USA. Heute ist Wahltag in den USA. Ich nehme mal an, dass wir heute Nacht die ersten Ergebnisse reinbekommen und dann spätestens morgen früh eine Reaktion haben. Wie der Markt reagieren wird, das wissen wir alle nicht. Das kommt immer so ein bisschen aufs Wahlergebnis an. Ich denke mal, der Markt, der hat so ein bisschen eingepreist, dass nichts Schlimmes passieren wird. Das heißt, dass sich an den Quoten, wie sie jetzt herrschen, nicht so massiv viel verschieben wird, dass plötzlich die ganze Dinge, die der Herr Trump in Bewegung gebracht hat, hundertprozentig in Frage gestellt werden, ein Impeachment in Gang gebracht wird, all diese Dinge. Ich denke mal, das spielt der Markt jetzt hier nicht an dieser Stelle. Ich denke mal, da wird, ja, etwas im Weitergange, so wie jetzt, vielleicht ein paar kleine Veränderungen mit eingepreist sein. Alles andere, das sind dann Überraschungen, die können wir sowieso nicht vorhersehen. Und da müssen wir dann einfach morgen früh an den Märkten mal schauen, was gekommen ist und damit entsprechend natürlich hier auch umgehen können. Was haben wir heute an wichtigen Nachrichten hier im Vormittagsbereich? Ich fange mal zeitlich heute mal mit dem Vormittagsbereich an, weil da etwas mehr ist als das eine am Nachmittag. Und zwar hatten wir hier die Auftragseingänge der Industrie für den Monat September. Das Thema ist schon durch. Um kurz vor 10 gibt es den Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungen in Deutschland. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir müssen natürlich wissen, wie es hier entsprechend auch vorangeht. Wir sehen hier, die Prognose ist wie im letzten Monat, also ein unverändertes Ergebnis wird hier erwartet. Und das ist halt der Punkt, wenn die Erwartungen getroffen werden, ja, da ist wahrscheinlich nicht ganz so viel los, wird sie aber deutlich überschritten oder deutlich unterschritten, dann kann es an den Märkten schon etwas zu Bewegungen kommen, allein durch ein solches Ergebnis hier. Und dann gibt es um 16 Uhr aus den USA das Thema Stellenangebote hier, JOLTS für den September. Hier werden erwartet die Zahl, Sie sehen es selber, 7,1 Millionen in diesem Bereich und hier unten um 22.30 Uhr den API Rohöl-Lagerbestand, auch aus den USA. Prognose habe ich jetzt hier nicht drinnen. Schauen wir mal, was wird hier. Ich denke mal,
Die Zahl wird dann definitiv auch auf den Ölpreis wirken können. Wir hatten ja in den letzten Tagen doch deutliche Rückgänge bei den Ölpreisen. Jetzt mittlerweile die letzten 2 Tage etwas Stabilisierungsversuche auf dem niedrigeren Niveau, so irgendwo zwischen 62,50 und 63 in diesem Bereich. Also mal schauen, wie es hier mit dem Öl auch weitergeht. Das besprechen wir aber dann, wenn es im Chart interessante Stellen hier ja, sag ich mal, Situationen gibt, wenn wir einen Gleichlauf haben, eine seitwärtslaufende Korrektur oder welche Chartmuster sich auch immer bilden. Das machen wir dann hier live in den morgendlichen Besprechungen. Da müssen wir nicht rumraten, sondern da schauen wir einfach, was die Charts uns hergeben. So, hier haben wir jetzt gerade mal noch eben den DAX. Den kümmern wir uns heute nicht ganz so stark, weil hier, wir haben es gestern gesehen, es war gestern einfach ein Tag, da lief kaum was. Ne? Wenn wir uns das mal anschauen, die Bewegungsbreite, die war so extrem gering. Wenn wir uns mal die Vortageskerzen anschauen, der Markt wartet wahrscheinlich wirklich auf das Ergebnis aus den USA entsprechend. Mal gucken, ich denke, da wird sich auch heute nicht wirklich ein Händler weit aus dem Fenster lehnen und sagen, gut, wir gehen jetzt hier mal rein in offene Positionen, nehmen einfach viele offene Positionen mit in das Wahlergebnis. Ich vermute mal, das wird nicht so kommen. Das heißt, meine Einschätzung ist, dass wir hier im DAX zumindest heute ja nicht ganz so viel Bewegung bekommen, es sei denn eher nach unten, wenn der Markt etwas ganz Schlechtes plötzlich erwarten sollte. Warten wir es ab. Wir können nicht in die Glaskugel schauen. Also wir können zwar schon reinschauen, aber wir werden kein Ergebnis sehen. So, schauen wir mal in die Charts für den heutigen Tag. Britisches Pfund, japanisches Yen. Damit fangen wir einfach mal an. Ich suche es Ihnen sofort raus hier. Britisches Pfund, japanisches Yen. Ein Markt, den wir hier auch schon mal besprochen hatten. Wir hatten den damals besprochen, als wir diese schöne Aufwärtsbewegung hier gehabt haben, die auch über dieses Hoch hier drüber hinausgelaufen ist bei ungefähr 149,216 Punkten. Hier hatten wir dann, als wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, hier schön wunderbar diese Range am Laufen. Da lief der Markt hier zwischen der Oberseite und der Unterseite schön hin und her. Und jetzt haben wir eine andere Situation. Der Markt hat diese Range nach unten durchbrochen gehabt, lief deutlich runter und hat sich hier kurz vor diesem Trendtief, was wir hier sehen, um die 142,783, hat er sich wieder gefangen und ist schön nach oben gedreht. Und jetzt sehen Sie, dass er diese Marke hier auch rückerobert hat. Also das heißt, dieses alte Widerstandslevel hier in dem Bereich, als der Markt runtergelaufen ist, ist hier mit einem Schub nach oben durchlaufen worden. Heute läuft der Markt auch sogar einfach weiter über das Tageshoch von gestern bei 147,811. Und das, was jetzt vor uns liegt, ist ganz klar. Wir haben hier oben noch ein Tageshoch bei 148,25. Und dann haben wir hier schon dieses Korrekturhoch. Wenn wir diesen Trend hier mal nach unten sehen, war ja das Korrekturhoch. Das liegt bei 148,423. Der Markt hat momentan eine sehr, sehr schöne und starke Dynamik. Und er zeigt uns halt, hey, das, was hier nach unten in einem Schub gegangen ist, kann ich auch nach oben. Und hier wird es jetzt halt spannend in diesem Markt. Das heißt, erstens, im kurzfristigen Bereich hat er durchaus noch die Power, hier oben drüber zu laufen. Wenn ja, dann ist der Angriff auf diese Obermarke gar nicht mehr so weit. Das heißt, wir können hier auch mal schauen, was macht der Markt denn hier oben. Wir haben auch hier noch Tageshochs liegen, also eins zumindest. Das liegt um die 149,003. Das ist das Tageshoch vom 12.10. Da kann der Markt auch noch ranlaufen, weil wir sehen ja, welche dynamischen Kerzen hier in diesem Chart in den letzten Tagen auch entstanden sind. Dieses Potenzial ist definitiv da, nach oben hin, wenn diese Dynamik auch weiter so stark bleibt, wie das aktuell ist. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, die müssen wir als Händler ja auch immer mit im Spiel haben. Wenn wir so eine langen laufenden Schübe nach oben haben, so wie wir das jetzt hier gesehen haben, dann kann es halt auch immer mal zu Korrekturen kommen, ne? Wir haben es ja hier gesehen, dieser große, starke Abwärtsschub, der ist einfach durchgelaufen. Gut, hier gab es mal einen Tag, wo sozusagen Korrektur gewesen ist und dann ist er wieder weiter nach unten gelaufen. Das heißt, dieses Band, dieses Bewegungsband hat sich immer mehr gedehnt. Ja, und hier unten ist es dann zurückgeschnäpst. Und genau sowas kann jetzt hier natürlich auch passieren. Das müssen wir immer mit im Kopf haben. Das heißt, hier unten, das sind so die Bereiche mit den geringsten Risiken. Je weiter der Markt nach oben läuft, je größer wird natürlich das Risiko einer Korrektur. Wenn wir diese Korrektur jetzt sehen, das heißt, der Markt hier nicht mehr deutlich nach oben will, dann müssen wir halt nach unten schauen. Nach unten hin, da sehen wir dann hier unten die 146,989. Das heißt, dieser Support ist mal der erste Anlaufpunkt. Da haben wir auch ein Tagestief laufen, da liegen das Tagestief von gestern entsprechend bei 146,853. Das ist der Punkt hier unten. Und dann kann es halt schon noch ein Stückchen weiter runtergehen in Korrektur. Wichtig heißt hier an dieser Stelle auch hier in diesem Bereich die 145,841. Das ist ein Level,
Level aus der Stunde, das hatte hier das ein oder andere Mal etwas Beachtung gefunden. Das sehen wir hier, ne? An diesem Punkt ist es hochgeschnäpst, hier ist es drunter, wieder drüber. Und dann gab es hier sozusagen, wenn wir uns das Ganze im Stundenchart anschauen, immer mal so ein bisschen Bewegen. Also das sind auf der Unterseite Anlaufpunkte, die man hier durchaus bei einem Abprall von einem dieser Linien hier oben beispielsweise, also dieser werden Tageshochs, beziehungsweise hier das Tageshoch hier an dieser Stelle ist ja auch gleichzeitig das Korrekturhoch. Wenn da Drehung reinkommt in den Markt, dann haben wir die Chance auf eine Korrektur. Wer das gerne möchte, kann dann in dem Moment direkt die Korrektur handeln. Und das Ganze dann natürlich, wenn man mal dieses hier mit rannimmt, diesen Schub nach unten, das wäre dann halt der Markt, wenn wir vorher rumdrehen, dann wieder die Möglichkeit in Richtung dieser Bewegung zu laufen, weil wir wissen ja noch nicht, ob es wirklich vorbei ist. Und das sind dann die Chancen, die sich an dieser Stelle hier definitiv ergeben. Und wir schauen jetzt hier an diesem Punkt noch einmal hinein in den Markt, in die Stunde. Da will ich Ihnen mal noch ganz kurz zeigen, weshalb ich hier diesen Bereich mit Magenta markiert hatte. Hier, schauen Sie mal hier drüben. Das war der Bereich, wo es hier so ein bisschen Drehbewegungen gab. Das heißt, hier ist er rangelaufen, ist nach oben gesprungen, hat schön die Korrektur gemacht. Und hier gab es hier so ein bisschen hin und her. Und das Ganze, wenn der Markt tatsächlich bis hier runter auch korrigiert, das ist dann natürlich auch wieder immer so eine Marke, wo etwas Bewegung ins Spiel kommen kann. Ansonsten sehen wir hier, wenn wir uns das Ganze mal aus trendtechnischer Sicht anschauen, das heißt, wenn wir uns den schön laufenden Stundentrend nach oben mal anschauen, da haben wir hier die Korrekturtiefs liegen. Ne? Das können wir hier schön sehen, die Bewegungen, Korrekturen in diesem Bereich. Hier in diesem Bereich wurde es mal etwas unsauber. Das heißt, nach unten hin haben wir halt wirklich hier diesen Supportbereich um die 147. Wo haben wir hier stehen? 147 in etwa hier, dieser Bereich, Sie sehen es, da will ich mich nicht auf die letzte Nachkommastelle festlegen. Und dann hier die Tiefs im Trendverlauf, Sie sehen es hier an dieser Stelle bei 146,513 und hier bei 146,286. Das sind mal so Marken, die wir nach unten hin mitnehmen können, wenn das Ganze dreht. Wichtig ist halt an dieser Stelle, wenn das Ganze dreht, ist es sehr, sehr wahrscheinlich so, dass wir hier den Abwärtsbruch kriegen. Das heißt, der Markt wird jetzt wahrscheinlich nicht in einem Schub einfach nach oben laufen, dass wir dann untergeordnet Bewegung bzw. einen Korrekturtrend sehen können, sondern dass wir einfach, vermute ich mal, hier ein Stück weit korrigieren und dann nach oben laufen oder aber, dass der Markt dann hier direkt irgendwann zur Korrektur ansetzt, den Aufwärtstrend bricht und dann hier entsprechend, wenn er in die tiefere Korrektur reingeht, dann hier uns auch den Gefallen tut und einen Abwärtstrend zu generieren. Also so sieht das Ganze dann technisch mal aus, wenn wir hier drunter laufen. Das wäre dann ein erstes Signal, dass der Markt dreht. Ansonsten, wenn diese Stärke, die ich gerade beschrieben habe, im Markt drinnen bleibt, dann ist es ganz klar, dann setzt sich dieser Trend einfach nach oben fort, dann bleibt der Markt hier stark und dann haben wir hier oben schön die Punkte liegen, die wir mit der Beantwortung der Frage, wer kauft nach uns, mit zu Rate ziehen können. So, jetzt räume ich den Chart mal noch ganz kurz auf und dann gehen wir in das nächste Währungspaar. Heute mal etwas exotischer in der zweiten Richtung und zwar euro-mexikanischer Peso hier. Auch wichtig, erst einmal der Blick in den Tageschart hinein. Da sehen wir sehr, sehr, sehr schön eine starke Bewegung hier. Ich mache das mal ganz kurz etwas größer, dass wir etwas mehr sehen. Also, was ich mit starker Bewegung meine, ist einfach, schauen Sie sich mal diesen Trend an. Das ist mal der normale Trendverlauf. Und dieser letzte Schub, der hier gekommen ist, sehen Sie mal, dieser Schub hat all die Sachen rausgenommen, die wir hier hatten. Also, das heißt hier, auch diese Hochs, die hier gekommen sind, alles schön mit rausgenommen und ist wirklich reingelaufen in eine sehr, sehr schöne, weite Bewegung hier. Das Ganze mal mit Blick etwas in weitere Historie. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal etwas aus der Nähe an. Das heißt, wir zoomen wieder rein in den Markt hier und da sehen wir halt ein schönes Korrekturmuster hier. Sie sehen diese leicht abwärtsgerichtete Flagge oder auch Trendkanal, wie man es sehen will, in etwa. Das ist ein interessantes Zeichen, das der Markt uns hier gibt. Das heißt, wir haben hier schön den Verlauf nach unten in diesem Bereich. Und jetzt ist es wichtig, diese Marke hier unten bei 22,64875, dieser Bereich hier, auch dieses Tagestief, das ist etwas, das sehen wir im Bereich der Stundentrends, den gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. Wenn dieser Bereich gebrochen wird, das wäre in meinen Augen ein Indiz dafür, dass wir hier noch etwas weiter laufende Korrektur sehen. Ja? Dann dieser Trendkanal, der ist jetzt auch noch gar nicht so alt an dieser Stelle. Also das heißt, der kann sich auch noch ein bisschen steiler machen. Das spielt jetzt auf diesem Punkt erst einmal nicht so richtig die Rolle, wie stark oder wie steil dieser Trendkanal ist. Viel interessanter ist es, was die Trends, die daraus entstehen, mit uns machen bzw. uns anzeigen. Und da ist es jetzt halt interessant
Und wichtig zu wissen, was hier passiert. Nummer eins, wenn wir das Ganze hier brechen, dann ist der Aufwärtstrend in der Stunde gebrochen. Das heißt, das ist dann ein Indiz dafür, dass der Markt doch weiter nach unten laufen kann. Die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöht sich dann deutlich. Das heißt, da wäre dann hier die Prämisse eher zu sagen, okay, wir werden jetzt hier nicht eine relativ flache Korrektur, sondern wir werden schon eine tiefere Korrektur bekommen. Hier der nächste Anlaufpunkt wäre mal dieser Supportbereich um die 22,37020. Das ist hier dieses Hochbereich. Dieser Bereich, wo wir hier die Trendfortsetzung bekommen haben, als dieser große Schub nach oben kam, das wäre dann interessant. Wenn der Markt allerdings die Tendenzen nicht nach unten nimmt, sondern direkt wieder nach oben schiebt, ja, das ist dann ein anderes Level, dann heißt das, der Markt kommt sofort wieder mit Stärke rein und das ist dann etwas, was diese starke Dynamik auch untermauern würde. Das heißt, wir würden hier dann entsprechend direkt den Schub nach oben sehen, Anlaufpunkte hier nach oben hin zu diesem Hoch bei 23,16379 wären dann die Tageshochs, das Tageshoch von gestern bei 22,9419, beziehungsweise hier diese beiden Tageshochs, die sehr, sehr eng aneinander liegen, um die Marke von 23,045,09. Das wäre mal das, was wir nach oben sehen. Und wir hatten ja gerade über den Stundentrendverlauf gesprochen, deshalb schauen wir auch mal in die Stunde hier hinein. Das zoome ich mal kurz etwas kleiner zusammen, dass ich da auch sehen, was ich hier in diesem Bereich meine. Das heißt, was wir hier sehen, ist, wir sehen jetzt hier, das, was wir in diesem Abwärtstrendkanal sehen oder in dieser Flagge, da sehen wir natürlich einen laufenden Abwärtstrend. Das ist ganz normal. Und dieser laufende Abwärtstrend hat sich jetzt hier sozusagen im Bereich dieser letzten Trendbewegung in der Stunde gebildet. Ja? Das heißt, hier ist diese Marke, dieses Korrekturtief sehr, sehr interessant. Und hier sind wir jetzt quasi rein bzw. rangelaufen. Hier, der Markt ist hier an dem Unterpunkt angekommen. Und jetzt wird es halt interessant, was passiert. Und das ist jetzt das, was ich gesagt habe, was ich im Tageschart avisiert habe und was wir im Stundenchart dann sehen. Wenn der Markt hier unten drunter bricht, dann ist erst einmal dieser Aufwärtstrend, den wir hier haben, der ist erst einmal passé, der ist dann gebrochen. Das heißt, dieser Abwärtstrend schiebt dann die Korrektur weiter voran. Und das ist das, was wir dann am Ende sehen können, dass wir hier einfach tiefer reinlaufen. Das heißt, das hier ist ja die Bewegung der letzten, also der Bewegungstrend, der untergeordnete Bewegungstrend des Bewegungsschubs auf Tagesbasis. Das sehen wir hier sehr, sehr schön, was hier gelaufen ist. Und das sehen wir dann die Korrektur. Und wie schon gesagt, hier haben wir einen interessanten Anlaufpunkt. Er kann sogar noch bis hier runter auf dieses Trendtief korrigieren. Danach wäre natürlich Feierabend. Das wäre dann wieder ungünstig. Da wäre die Dynamik komplett verloren. Der Trend wäre kaputt. Aber im Sinne des Trendhandels, des Trends an sich, wäre es dann gegeben, dass wir bis hier runter korrigieren können. Das muss man als Händler dann an dieser Stelle auch erwarten und sich danach auch ausrichten. Und wenn das passiert, dann haben wir halt schön diesen Abwärtstrend, wo wir uns dran anhalten können, unsere Handelssignale entsprechend hier im Markt auch auszurichten. Also das dazu. Gut, dann haben wir jetzt hier noch den dritten Chart für heute und zwar ASX 200, den nehme ich auch gleich direkt wieder auch in den Tageschart mit auf. Letztes Mal hatten wir da in die Woche reingeschaut und die Woche hat genau das gemacht, was wir auch erwartet haben und jetzt sind wir halt hier in einer prädestinierten Situation. Also ja, ich mag sowas immer sehr, sehr schön, weil wir sehen halt, was der Markt uns hier anzeigt. Ich gehe noch mal ganz kurz in den Tageschart, in den Wochenchart zurück, um nochmal ganz kurz zu skizzieren, was ich gesagt hatte. Wenn wir uns das Bild hier mal anschauen, ich muss es leider nochmal ein ganz klein wenig kleiner machen, damit wir hinten sehen. Schauen Sie, wir hatten hier unten diese Marke von 5.650 Punkten. Das ist so ein Bereich gewesen, wo der Markt jetzt hier aufgesetzt hat und mit einer schönen Gegenbewegung nach oben gelaufen ist. Und da gibt es ja entsprechend hier, wenn man sich diese großen Trendverläufe auch mal anschaut, sehen Sie, der Markt ist hier marginal drunter gelaufen, also viel kam nicht. Ne? Wir hatten ja hier das Korrekturtief von dieser Bewegung und hier hatten wir dann schon das Korrekturtief von diesem letzten Schub hier, von diesem Teil dieses Aufwärtstrends, den wir hier entsprechend sehen. Diese Marke ist halt da und hier hat der Markt wieder angefangen rumzudrehen. Ne? Der ist hier ein Stückchen drunter gedutzt, aber jetzt läuft er hoch und das ist halt jetzt etwas, wir können hier eine V-förmige Korrektur nach unten sehen, wo der Markt einfach wieder nach oben läuft oder man sieht ein zweites Bein, das heißt hier so eine W-förmige Korrektur. Das sind Dinge, die wissen wir ja nicht. Wir können von unten raustreten hier an diesen Punkten, wo das Risiko am geringsten ist. An dieser Stelle und dann nach oben gehen oder wir müssen jetzt einfach abwarten, was hier oben passiert. Und das, was wir oben sehen, das sehen wir jetzt im Tageschart sehr, sehr schön. Wir haben zwar hier übergeordnet immer noch diesen Abwärtstrend am Laufen, aber
dieser Schub nach oben, den wir hier gehabt haben, der hat jetzt in den letzten Tagen hier ein Dreieck ausgebildet. Und Sie sehen, heute schiebt der Markt schon über dieses Dreieck oben drüber. Und dieses Dreieck hier in Verbindung mit diesem starken Schub, das kann ein sehr, sehr schönes Zeichen dafür sein, dass der Markt doch nach oben möchte. Das heißt, dass wir hier an dieser Stelle den ersten Schub haben. Das ist jetzt das Korrekturmuster gewesen, was sich hier gegeben hat, wo der Markt einfach uns gezeigt hat, hey, er geht jetzt hier mal nicht so stark nach unten. Also wir kriegen jetzt keine tieflaufende Korrektur, sondern es ging hier ein paar Tage seitwärts entsprechend. Und wir sehen auch, haben auch immer schön gesehen, von unten raus hier ansteigende Tiefs erst einmal. Das ist sehr, sehr schön. Und wir haben auch immer von den Tiefs diese schönen weißen Kerzen hier anstelle der schwarzen gesehen. Das heißt, hier kam immer Kaufdynamik von der Unterseite rein. Das ist so ein bisschen ein Verhalten, wo wir sehen können, die Teilnehmer am Markt sind gar nicht interessiert, den Markt nach unten zu schieben. Jetzt kam erst einmal, und hier bitte nicht traurig sein, sowas zu verpassen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Man kann aus der Gegenreaktion genauso gut traden. Und zwar ist das dann sozusagen die Bestätigung des Ganzen. Hier an dieser Stelle nach unten und dann den Schub nach oben. Wenn wir nach oben weiter laufen, hier, das ist erst einmal das Hoch, was wir hier, das Bewegungshoch, hier diese, naja, es war eine Korrekturbewegung, ne? Und das Hoch, was wir hier hatten von diesem Rebound, das lag bei 5.878 Punkten. Wenn wir da drüber laufen, das wäre die schöne Bestätigung, dass wir das Teil erstmal fortsetzen, Anlaufpunkte auf der Oberseite hin zu diesem Korrekturhoch bei 5.950 Punkten, wären dann hier die Tageshoch um die 5.905 und 5.928 Punkte, die wir hier sehr, sehr schön im Chart sehen. Auf der Unterseite, wenn der Markt es sich doch anders überlegt, da müssen wir nochmal runterschauen. Da steht hier unten natürlich wieder die 5.650 Punkte als Anlaufmarke. Das wäre dann allerdings ein nicht ganz so schönes Szenario für das, was wir jetzt besprechen, weil damit wäre das Ganze auch hinfällig. Aber wir wissen nicht, was der Markt macht. Aber mit Blick auf die Oberseite ist das schon interessant zu sehen. Und wenn wir das Ganze bestätigt haben wollen, dann schauen wir einfach mal, was die Stunde macht. Und hier sehen wir halt schon, das hier sehen Sie im Stundenchart mal, das ist das Dreieck, was ich eingezeichnet hatte. Und hier haben wir jetzt schön diese Aufwärtsdynamik gesehen. Hier, warten Sie, ich zeichne Ihnen das mal ein. Hier, das ist schön diese Aufwärtsdynamik, die wir da am Laufen gehabt haben. Hier mit diesen ansteigenden Hochkursen, Tiefkursen. Wir haben zwar keine Hochs gehabt, aber es ging dann hier ran, noch einmal runter und dann ging es jetzt nach oben. Und das ist halt das Interessante. Jetzt haben wir hier schön einen Aufwärtstrend am Laufen und die Bestätigung, die würde entsprechend so ausschauen, dass wir jetzt hier etwas nach unten laufen und dann irgendwann an irgendeiner Stelle wieder rumdrehen. Das heißt, dann die Bewegung nach oben fortsetzen und das wäre dann entsprechend das Szenario, was ich dann sehr, sehr gerne als Händler selbst auch sehen möchte, dass wir die Bestätigung dieses Ausbruchs bekommen und dann mit diesem Ausbruch ein Stück weit nach oben laufen können. Aber, und jetzt kommt das aber, immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, das Ergebnis, was wir morgen in Amerika bekommen aus der Wahl heraus, das kann schon sehr, sehr starken Einfluss auf die Märkte haben und zwar in beide Richtungen. Und aus diesem Grund muss man das Ganze immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, was hier an dieser Stelle auch passieren kann. Das damit die Worte sozusagen zum ASX, zum australischen Aktienmarkt da. Ich sehe gerade, der Andreas ist sehr aktiv. Ich freue mich da, Andreas. Schön, dass du hier auch mit dabei bist. Hier an dieser Stelle, Andreas hat geschrieben, die Auftragseingänge sind schon durch. Wir waren hier vorhin um 8 Uhr gab es die Auftragseingänge hier in der Industrie. Es war ein Rückgang von minus 0,4% erwartet und der Andreas, ich habe es nämlich hier im Programm in der Vorbereitung, bevor ich dieses Webinar heute live gemacht habe, wo ich die Grafik eingefügt habe, da waren die Ergebnisse noch nicht durch. Es gab einen Zuwachs, schreibt er hier, von plus 0,3% und das ist doch schön, wenn die Industrie uns an dieser Stelle sagt, okay, wir haben jetzt hier wirklich sehr, sehr schön gewirtschaftet, wir haben einen Auftragsplus und das ist doch wunderbar. Das sind gute Nachrichten an dieser Stelle. Damit möchte ich mich heute wieder für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wem diese Webinare auch gefallen, empfehlen Sie die ruhig weiter. Sagen Sie Ihren Freunden und Bekannten, die auch traden, hier mit reinkommen. Hier gibt es jeden Morgen interessante Ideen. Holen Sie rein, lassen Sie uns die Community weiter aufbauen, weil so können wir uns gegenseitig auch wirklich sehr, sehr schöne Dinge hier am Markt mitbringen und das Ganze dann entsprechend auch traden. An dieser Stelle noch einmal danke. Morgen gegen 8 Uhr spätestens gibt es den Blog-Eintrag wieder auf der Website von Tickmill und dann um 8.30 Uhr hier live im Webinar. Zum einen bei denjenigen, die das Ganze auf Facebook schauen, die kennen das ja schon eine Weile, starten wir dort und im Go-To-Webinar das Ganze jetzt seit einigen Tagen natürlich auch. Also alle eingeladen, morgen wieder dabei zu sein. Bis dahin allen eine gute Zeit. Machen Sie es gut. Tschüss, Ihr Mike Seidel.